Bei diesem Test müssen Sie ein Objekt an sich nehmen, das Ihnen sehr wichtig ist. Was das für ein Gegenstand ist, spielt keine Rolle. Suchen Sie sich etwas aus, das für Sie wertvoll ist. Sie stehen in einem weißen Raum. Vor Ihnen liegt der Eingang zu einem dunklen Raum. Das Objekt ist deutlich zu erkennen. Was machen Sie, Mr. Fischer? Das Ziel liegt in dem Raum vor Ihnen. Es ist hell erleuchtet. Der Raum hat Licht- und Schattenbereiche. Sie können sich durch beide bewegen. Wenn Sie sich an der Front befänden, wäre Ihre Bedrohungsanzeige jetzt grün. Sie haben sich sicher in der Dunkelheit versteckt. Um das Objekt herum befinden sich mehrere Überwachungskameras. Und ein Lasergitter. Außerdem gibt es noch einen Raum mit einem Computer. Unter Einsatzbedingungen wäre Ihre Bedrohungsanzeige jetzt gelb. Sie sind exponiert und laufen Gefahr, entdeckt zu werden. Sie hacken den Computer und deaktivieren die Kameras. Sehr gut. Danke, Mr. Fischer. Der Test ist damit beendet. Bei diesem Test wird ein Zivilist mit wichtigen Einsatzinformationen von einem Terroristen als Geisel gehalten. Sie müssen die Geisel verhören und die Informationen von ihr bekommen, bevor man sie tötet. Sie stehen auf einer hohen Säule und haben von dort aus den Bereich gut im Blick. Ihr Führungsoffizier weist sie darauf hin, dass sie nicht die Fifth Freedom haben. Sie dürfen momentan keine tödliche Gewalt einsetzen. Sie haben jedoch ihr gesamtes Arsenal an Waffen und Geräten dabei. Was machen Sie? Ein Polizist sucht die Gegend nach der Geisel ab. Wenn man ihn sieht, wird die Geisel getötet.
Was machen Sie? Sie machen den Polizisten kampfunfähig. Sie befolgen ihren Befehl und erreichen ihr Ziel. Sie erreichen die Tür, die zu der Geisel führt. Gute Arbeit. Zwischen Ihnen und der Geisel stehen ein Terrorist und ein Polizist. Nein, wir machen lieber zwei schwer bewaffnete Terroristen aus Ihnen. Sie scheinen unter Stress zu stehen, Mr. Fischer. Geht's Ihnen gut? Der Terrorist wird kampfunfähig gemacht. Gute Arbeit. Der Terrorist wird kampfunfähig gemacht. Gute Arbeit.